Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wieder aus dieser Perspektive, wie schon angesagt. Heute ist die Glossy Box dran, nachdem wir letzte Woche die My Little Box ausgepackt haben. Und da war noch in der Box mit drin natürlich wieder ein paar Gutscheine. Und zwar einmal von Mockberg. Ich denke, da kann man Schmuckuhren so kaufen, wenn die eine Uhr dran hat. Dann einmal von Fashionette ist ein Gutschein drin, 30 Euro Gutschein. Und natürlich, wie immer, von My Müsli, gratis Starterpack. Habe ich noch nie eines verwendet, dieser Gutscheine. Falls jemand Lust hat auf einen dieser Gutscheine, einfach sagen, der bekommt von mir den, weil ich brauche ihn nicht. So, dann kommen wir aber zu dieser schönen Box. Die ist sehr pünktlich gekommen, es gab keine Probleme, Gott sei Dank. Und jetzt gucken wir einfach mal, was drin ist, ob sie vom Inhalt besser überzeugen kann als die letzte. Ja, aber sie sieht auf jeden Fall sehr leer aus, also es wird auf jeden Fall nicht viel drin sein, weil man sehr viel von der Verpackung sieht. Aber lassen wir uns überraschen. So, dann kommen wir erst zum Heft. Wir haben einmal von Larizzi Cosmetics Shade Sticks in Aloha, also das ist einfach ein Bronzing Stick, also Creme Bronzer. Finde ich auf jeden Fall cool, weil ich verwende Creme Bronzer zurzeit sehr, sehr gerne. Deswegen wäre ich da nicht so abgeneigt und da das erste und das zweite Produkt meistens eh drin sind, wird ja wahrscheinlich drin sein. Und das zweite Produkt auch, was ich mega süß finde, und zwar von Inuvet, den Shell Brush. Und da steht dort von Glossy Box, zur regelmäßigen Reinigung reicht es aus, den Pinsel mit warmem Wasser auszuwaschen. Denn im glatten Kunsthaar bleiben aufgrund seiner Beschaffenheit nur wenig Staub und Make-up-Reste hängen. Das ist auf jeden Fall cool. Und das ist, ja, ist eine gute Frage, für was das ist. Er ist richtig für Rouge, Puder und Bronzer. Also für Puder kann ich mir ihn jetzt nicht vorstellen, aber für Rouge und Bronzer, am besten für Bronzer, weil er wird wahrscheinlich dünn sein, so wie ich das sehe. Und da kann ich mir wirklich am besten als Bronzer vorstellen, also als Bronzer-Pinsel vorstellen. Als Rouge und Puder eher weniger. Aber ich finde ihn auf jeden Fall super, super süß und würde mich sehr freuen, wenn er drin wäre. Dann haben wir als nächstes von Wilkinson Intuition FAB. Ja, ein Rasierer. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe noch von der Glow Convention genug Rasierer übrig und deswegen, ja, bräuchte ich jetzt nicht, würde aber auf jeden Fall wegkommen. Dann haben wir als nächstes ein Tutorial, wie man etwas schminkt. Dann haben wir von Davidoff Cool Water Woman Wave Body Lotion. Ich hätte jetzt gesagt, die wäre mega cool, wenn es nicht eine Body Lotion wäre. Wenn es ein Duschgel gewesen wäre, wäre es cool gewesen, weil meine Mama liebt diesen Duft und dann hätte ich den meiner Mama gegeben. Aber ich weiß nicht, ob sie Body Lotion verwendet, deswegen bräuchte ich das jetzt eher nicht, weil ich auch genug Body Lotions und Body Cremes und was weiß ich habe. Dann haben wir von Celusan Cremeschauen Mar. Ja, auch eine Mehrpflege. Zweimal täglich einen etwas warnungsgroßen Menge auf die betroffene Hautpartie auftragen und sorgfältig einmassieren. Also ich denke, für gereizte und verletzte Haut kann man das verwenden. Würde jetzt Sinn ergeben. Dann haben wir als nächstes von Schwarzkopf Biology Moisturizing Daily Essence Mist. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Sprühessenz, pflegt das Haar schwerelos, verleiht ihm gesunden Glanz und hinterlässt zudem einen angenehmen Duft. Gut schütteln, mit einem Abstand von 15 cm auf das Haar sprühen und sanft einarbeiten. Nicht ausspülen. Könnte ich auf jeden Fall auch brauchen, weil ich habe jetzt gerade von Gliss-Kur so ein Haarspray, das eigentlich für den Winter gedacht ist, aber ich finde es halt mega gut, weil es meine Haare total weich macht. Das ist jetzt dann leer, also da ist wirklich nur noch so ein bisschen drin und deswegen würde ich das auf jeden Fall mega, mega cool finden. Also das könnte ich auf jeden Fall brauchen. Nochmal ein Tutorial. Und dann sehe ich was sehr, sehr Schönes. Und zwar von Love Guilty Fan Effect Mascara Waterproof 110. Also eine Mascara, die wasserfest ist. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Erstens, weil ich von Love noch keine Mascara habe und ich einfach super gern eine ausprobieren würde von Love. Deswegen finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und da steht noch da, beim Pflege der Augenpartien nie die Wimpern mit eincremen. Dadurch werden sie ölig und selbst wasserfeste Mascara hält dann schwer. Okay, das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da wirklich die Wimpern mit eincreme. Also ich benutze jeden Tag eine Augencreme, aber ich glaube nicht, dass ich die mit eincreme. Und wenn, dann ist es aus Versehen. Dann haben wir als nächstes Thermal Aven Thermalwasserspray. Und für was ist das? Macht das Gesicht nicht nur schön, sondern fixiert auch nebenbei das sommerliche Make-up. Ist ein frischer Klassiker für unterwegs und soll Reizungen und Entzündungen beruhigen.
mit wertvollen Mineralien und Spurenelemente. Hinterlässt einen Schutzfilm. Also die Haut mit einem feinen Nebel des Aventamer-Thermalwassers besprühen und einige Minuten einwirken lassen. Flasche nicht schütteln, okay. Habe ich auch noch nicht gehört, Flasche nicht schütteln. Finde ich, hört sich interessant an. Es fixiert das Make-up und pflegt die Haut, wenn sie eben beschädigt wurde. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Also das würde mich jetzt auch interessieren. Dann haben wir als nächstes von Kueshi, kenne ich nicht die Marke, Facial Make-up Remover, also einfach ein Make-up-Entferner. Der hat eine Zwei-Phasen-Lösung mit wertvollen Ölen angereichert, befreit deine Haut effektiv von Verschmutzungen und hinterlässt keinen Fettfilm. Ja, das kenne ich, wenn sie immer einen Fettfilm hinterlassen, das mag ich überhaupt nicht. Für einen frischen Teint, für empfindliche Augen und Kontaktlinsenträger geeignet. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Bräuchte ich jetzt aber nicht unbedingt, weil ich noch genug Make-up-Entferner habe. Aber es wäre mal eine andere Marke, sagen wir es mal so, weil die Marke kenne ich nicht. Und es war schon wieder. Also dieses Mal ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig, muss ich zugeben. War schon mehr drin. Dann schauen wir mal, was bei der nächsten Box steht. Girls Just Wanna Have Sun Edition. Im August zelebrieren wir Girl Power und einen unvergesslichen Spätsommer. Zieh dein Lieblingskleidchen an, pack deine Girls ins Cabrio und ab mit euch in die Sonne. Mit im Gepäck unsere Glossy Box Girls Just Wanna Have Sun Edition. Sie liefert dir und deine Besten die nötigen Produkthighlights. Von erfrischender Pflege bis hin zu Beauty-Must-Haves, die auch in der warmen Sonne noch strahlend aussehen lassen. Ist auf jeden Fall, hört sich sehr interessant an, bin sehr gespannt auf die nächste Glossy Box. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir aus, was ich gerne hätte. Ich hätte auf jeden Fall gerne diesen Bronzing Stick, einfach weil ich gerne Creme Bronzer verwende. Natürlich diesen wunderschönen Pinsel, der darf natürlich auch nicht fehlen. Rasierer beruhigt dich jetzt nicht. Dann hätte ich auf jeden Fall sehr gerne dieses Spray, dieses Haarspray. Dann ist bloß noch eine Seite da, recht viel gibt es nicht zu auswählen. Auf jeden Fall diese Love Mascara und dieses Aventamer Spray. Dieses würde mich auch noch interessieren. Ja, das sind jetzt 5 Sachen, gucken wir mal, was davon drin ist. So, das Video wird unterbrochen, weil ich das extra aufnehme. Das habe ich nämlich vorher noch nicht gedreht gehabt. Jetzt seht ihr mir endlich mal wieder. Aber immer noch ungeschminkt, weil mein Auge leider hier entzündet ist. Ja, wieso unterbreche ich das Video? Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen. Es gibt ein Gewinnspiel. Zu Anlass der ersten geschafften Prüfung, bestanden ist es ja noch nicht, aber geschafft ist es auf jeden Fall. Und zwar die ersten 3 schriftlichen Prüfungen. Das ist ein Teil und dann kommt noch die praktische Prüfung und am Schluss dann die mündliche Prüfung. Ich habe mir gedacht, für jedes Mal, wenn ich eine Prüfung hinter mir habe, werde ich ein Gewinnspiel starten und der Gewinn wird immer höher. Genau. Und der letzte Gewinn, der wird dann natürlich etwas höher sein, weil, also vom Preis her, weil ich vielleicht bis dahin schon weiß, ob ich bestanden habe oder nicht. Ja, mal gucken. So, und ihr wollt natürlich wissen, was ihr gewinnen könnt. Wir fangen natürlich etwas kleiner an. Und deswegen habe ich heute für euch diese wunderschöne Palette hier. Ihr habt sie schon gesehen in meinem Haul. Das ist die Too Glam To Give A Damn Palette. Und die hat diese wunderschönen Farben hier. Wenn ihr die Swatches sehen wollt, dann schaut euch einfach mein letztes Video an. Oder mein vorletztes, glaube ich, war es. Auf jeden Fall der Haul. Da habe ich sie geswatcht. Einfach anschauen. Genau. So, was müsst ihr dazu machen? Natürlich einen Kommentar da lassen, ein Like da lassen und ihr müsst natürlich Abonnent meines Kanals sein. Und wichtig, öffentlich machen. Weil ich schaue wirklich nach, ob die Person, wenn ich sie auslose, mich abonniert hat. Und wenn das nicht öffentlich ist, dann kann ich das natürlich nicht verlosen, weil das unfair den anderen gegenüber wäre. Ja. Also, Kommentar da lassen. Liken und natürlich ein Abonnent sein. Dann könnt ihr diese wunderschöne Palette gewinnen. Und meine nächste Prüfung ist am Mittwoch. Das heißt, Sonntag kommt vielleicht schon das nächste Gewinnspiel. Also nächsten Sonntag kommt vielleicht schon das nächste Gewinnspiel online. Ja, dann geht's jetzt weiter mit dem Video. Ich nehme die Box zu mir, sehe nicht hin, was drin ist. Also ich tue die dahinter. Ich sehe nicht, was drin ist. Ich nehme es einfach raus. So, das erste ist was sehr, sehr dünnes und es ist mal wieder so ein Haarband. Ich verwende die super gerne. Ich habe gerade auch eins dran, das sieht schon sehr, sehr
ja, nicht mehr so gut aus. Deswegen werde ich das einfach mal austauschen gegen das. Das finde ich auf jeden Fall cool. Finde ich cool, dass sie das immer so als Zusatzprodukt reintun und freut mich immer sehr. Ich verwende die von Purely wirklich sehr, sehr gerne. Und die sind wirklich sehr gut für die Haare, weil die sie nicht so abbrechen lassen. So, dann machen wir das nächste. Ist eine Schachtel. Und zwar haben wir von Larizzi eben diesen Bronzer Shade Sticks. Machen wir mal auf. Oh, der ist schon eingerissen. Schade. Aber das ist die Farbe Aloha anscheinend. Ich hoffe, dass es meine Farbe ist, weil Bronzer ist bei mir ja gar nicht so leicht, die richtige Farbe zu treffen. So, und so sieht er aus. Im ersten Moment sieht er wirklich sehr orange aus, deswegen probieren wir den einfach mal aus. Ja, nachdem man ihn aufträgt, sieht er gar nicht so abwegig aus für meine Haut. Er ist zwar ein bisschen dunkel, allerdings kann man sicher gut verblenden. Bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Also verblenden lässt er sich gut. Ja, jetzt wird ein bisschen orange. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ob der was für mich ist. Ich hoffe es, weil ich liebe Creme Bronzer. Genau, und der kostet, gucken wir gleich nach, 20 Euro. Also schon wieder 20 Euro in dieser Box, finde ich auf jeden Fall mega cool. So, das nächste Produkt ist eine Plastikverpackung. Und ja, ein Rasierer. Also ich verwende gerade den Nivea Rasierer, der auch mal in der Glossy Box drin war. Finde ich ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich finde, dass der nicht so gut rasiert. Der ist zwar auch nicht so irritierend für die Haut, aber ich finde dafür rasiert er auch schlecht. Aber den werde ich jetzt einfach mal durch den austauschen und mal gucken, ob der besser ist. Da ist ein Rasierer drin mit einer Klinge. Mal gucken. Habe auf jeden Fall noch genug Rasierer, aber werde den jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann zum nächsten Produkt. Fühlt sich nach einer Muschel an. Und ja, es ist der Inuvet Brush. Und irgendwie habe ich mir den größer vorgestellt. Also der ist irgendwie sehr, sehr klein, wenn man das jetzt im Vergleich zu meiner Hand ansieht. Also sind die Härchen wirklich sehr, sehr gering. Muss ich mal gucken, ob ich da wirklich mit Bronzer mit zurechtkomme. Und wenn nicht, muss ich echt gucken, für was ich den verwende. Vielleicht zum Setten unterm Auge kann man den verwenden mit dem Puder, glaube ich, ist der nicht schlecht. Also irgendeine Verwendung werde ich dafür finden. Ich finde ihn auf jeden Fall mega süß, total schön gestaltet und werde ihn auf jeden Fall super gerne verwenden. Ach ja, und dieser Shell-Pinsel kostet stolze 15 Euro. Wer zahlt für sowas 15 Euro? Ich eigentlich nicht. Dann haben wir schon insgesamt 35 Euro. Und der Rasierer kostet 9,99 Euro. Aber ich denke, mit dem Originalprodukt, ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass das der Originalpreis ist, weil hier ist ja die Schachtel mit abgebildet. Also ich denke mal, dass der so 3,99 Euro, 2,99 Euro, 3,99 Euro kosten wird. Sagen wir 3 Euro. Dann haben wir insgesamt 38 Euro. Dann als nächstes haben wir eine Tube. Ja, Davidoff Cool Water Woman Moisturizing Body Lotion. Also ich kann meine Mama auf jeden Fall mal fragen, vielleicht möchte sie es verwenden. Es ist, finde ich, eine schöne Größe, es ist nicht zu groß. Ich glaube, dass man das auch sehr schnell aufgebraucht hat. Ich rieche mal daran. Also riechen tut es auf jeden Fall sehr gut. Ist halt die Frage, ob das für meine Mama was ist. Ich werde sie auf jeden Fall fragen und wenn nicht, werde ich sie selber verwenden, weil die wird auf jeden Fall sehr schnell leer sein. Und die kostet das kleine Produkt 2,60 Euro. Also dann haben wir schon 40,60 Euro. Und dann müssten wir noch ein Produkt hin haben. Ja, und etwas, das ich unbedingt haben wollte. Ja, das ist die Love Mascara. Ups. Es ist die Love Mascara, diese Gilt Eyes Fan Effect Mascara. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Die werde ich aber jetzt noch geschlossen lassen, weil ich habe noch viele Mascaras. Aber ich freue mich auf jeden Fall, die ausprobieren zu dürfen. Denn auch wenn ich auf der Glow war, da habe ich zwar Paletten und alles bekommen und Lippenstifte von Love, aber keine Mascara. Und auch bei dieser Share Love Sache habe ich, ich glaube, einen Lidschatten und einen Lippenstift bekommen. Aber eben wieder keine Mascara. Und deswegen werde ich die auf jeden Fall super gerne ausprobieren. Und für den Sommer sehr gut, dass es wasserfest. Und die kostet stolze 9,99 Euro. Also haben wir jetzt insgesamt 50,60 Euro. Also die Box ist mal wieder fast dreifach drin. Und finde ich auf jeden Fall mega cool. Bin wieder mega begeistert. Und dieses Mal waren es sehr viele dekorative Produkte, was ich sehr gut finde. Also ich muss sagen, mir gefällt fast diese Box diesmal wieder besser wie die My Little Box. Ja, einfach
weil viele Produkte drin sind, die mir gefallen. Also das habe ich mir ja auf jeden Fall gewünscht, finde ich sehr, sehr gut. Das habe ich mir auch gewünscht, finde ich auch super gut. Love Mascara, mega begeistert. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, werde ich aber entweder meiner Mama geben oder auf jeden Fall verwenden. Und den Rasierer, meinen Rasierer kann man immer brauchen. Und wenn ich ihn nie brauchen kann, dann kann ich ihn meine Mama brauchen. Also. Und das bin ich natürlich auch sehr froh, weil meiner sieht jetzt mittlerweile schon nicht mehr so schön aus. Den zeige ich euch jetzt auch nicht, weil er sieht wirklich nicht schön aus. Das war's dann wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, über einen Kommentar freuen. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren. Und da ich letzte Zeit das Problem habe, dass meine Videos irgendwie nicht im Feed meiner Abonnenten angezeigt wird. So, jetzt bin ich wieder zurück. Leider musste ich schnell meinen Akku laden, der war leer. Was ich gerade sagen wollte, wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt, am besten die Glocke aktivieren, weil ich da echt Probleme mit habe. Weiß ich nicht warum. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Video sehen, dass euch das Video gefallen hat und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!